1V, ja, 1V habe ich mal gehört. Warte mal. Hier, ja. RP-Einreise, oh mein Gott. Vorname: Clemens Richter. Sie hatten einen angenehmen Flug gehabt. Sie hatten auf der Reise eine Broschüre gehabt. Haben Sie die durchgelesen? Ja, natürlich, klar. Wie heißen Sie? Clemens ist mein Name tatsächlich. Ja, wunderbar. Wann sind Sie denn geboren, Clemens Richter? Am 16.08.1990. 90? Oh, genauso alt wie ich. Da haben wir das gleiche Alter, ne? Wir haben das gleiche Alter. Cool. Also jetzt mal unter uns beiden Männern. Es hört uns jetzt hier keiner, ne? Ohren und die Bänder haben immer Ohren. Aber was wollen Sie denn fragen? Hauen Sie raus. Gibt es hier auch ein Bordell? Ja. Wow! Da kann man bestimmt auch mal dran vorbeifahren, ne? Da fahren wir nicht vorbei. Okay, ich mache immer kurz die Ausweispapiere vorbei. Natürlich. Ich liebe gefangene RP-Server. Ich liebe gefangene RP-Server, Digga. Guck mal, was macht der da? Der denkt, der macht Hardcore-RP, sein Vater. Guck mal. Der denkt, der hat RP, sein Vater. Die Ausweispapiere habe ich, dann kommen Sie mal bitte mit. Ja, ist auf jeden Fall, also, Sie machen sehr schönen Eindruck hier, ne? Wenn jeder so sympathisch ist wie Sie in der Stadt, denke ich, werde ich hier keine Probleme haben, ne? Das kann gut möglich sein. Ja. Drogen, ja, illegale Langwaffen und sowas, ne? Wird kontrolliert und wird, Haben Sie das soweit verstanden, junger Mann? Haben Sie das soweit verstanden? Ja. Müllfahrer machen, etc. Können Sie alles. Kann ich auch einfach Bürgergeld beantragen und nichts machen? Auch machen. Kurz, das mache ich in Europa ja auch, ne? Ist das Autohaus, kaufen Sie sich ein Auto und dann. Hey, na, ihr kleinen Schleckschleudern. Hast du eine vernünftige Wortwahl? Wollte ich dir jetzt eigentlich nicht zu nahe treten, ne? Ja, aber du kannst ja auch normal sprechen, oder? Ja, da haben Sie recht. Und wie geht's, Big Stift, so gut? Alles klar bei Ihnen? Ist das Ihre Frau? Also, die hat wirklich. Boah. Hey, was machen Sie da? Was macht der? Der fesselt mich einfach. What the fuck, Digga? Hey! Zum Glück haben die Rentner kein Aim, Digga. Hallo. Grüß euch. Moin. Seid ihr Officer, Leute? Nee, leider nicht. Leider nicht, okay. Ja, nee, was für leider? Nein, sind wir nicht. Was hat das mit dem Auto zu sagen? Ich? Ja. Nee, ich würde niemals versuchen, dein Auto zu klauen. Gerade eben. Nein, würde ich nicht. Das war nur Spaß, was er gemacht hat. Bloß bei dir weiß man es nicht. Nee, ich hab's nicht. Hast du mich gerade beleidigt? Nee, hab ich nicht. Okay, du Spaß. Nee, ich hab nicht versucht, dein Auto zu klauen. Ja, hast dran gezogen. Machen. Ist ja keine Zigarette. Warum soll ich denn dran ziehen? Also, dann zieh ich ihn als andere Zigarette, aber nicht an deinem Auto. Das ist ein Einzelstück, ne? Kannst du mich mal aufhören, bitte zu unterbrechen, du mit dem Hut? Ist das möglich? Ey, was wenn nicht, Mann? Haben wir ein Problem oder was? Ey, haben wir ein Problem, hab ich gefragt. Ja, was, wenn wir ein Problem haben? Was dann? Willst du mich jetzt angreifen? Willst du mich jetzt angreifen, wenn wir ein Problem haben? Ey, pass mal auf, wie du redest, Digga, du bist neu hier, ja? Komm mal mit, Mann. Lass mich mal runter, Mann. Komm mal mit. Lass mich mal runter. Was ist das denn für ein Vollidiot, ehrlich? Hör auf mit der Scheiße. Hey! Hör auf damit! Wieso fesselst du mich? So, Support-Warteraum. Herzlich willkommen, wie können wir dir weiterhelfen? Hi, guten Tag. Frage, ich wurde in der Safe Zone gefesselt und mitgenommen und RDM. Grob allgemein gefragt, ne? Das ist ja an sich nicht in Ordnung, dass man sowas macht, ne? Unter Umständen schon. Und wie ist das mit Leichen anpissen? Das ist nicht genau definiert, aber wir machen allgemein Trash. Ach, guck mal, da bin ich gerade am Pinkeln. Gut, ja, und ich denke mal, das ist ja nicht gern gesehen. Ich meine, ihr seid ja kein Server, der sowas unterstützt, ne? Also erstmal kannst du dir gerade mal einen anderen Ton zulegen, weil sonst habe ich ja gar keine Lust auf das Gespräch. Da sage ich dir gleich raus, gut, wie es ist. Du redest bitte neutral mit mir. Du hast gerade einen angepissten Ton, das höre ich so raus. Ich habe einen ganz neutralen Ton. Ganz neutral. Nein, das hast du einen vorwurfsvollen Ton gerade. Und ich möchte dich bitten, normal mit zu sprechen, weil sonst verändere ich das Gespräch. Ja, also wollte dir jetzt nicht zu nahe treten, wenn ich da jetzt irgendwie einen falschen Ton oder so an den Tag gelegt habe, dann nehme ich das natürlich zurück. Ne? Mach bitte einfach das Ticket auf, dann kannst du deinen Clip da reinsenden. Ja gut, natürlich. Sehr kranker Server, da bin ich immer noch gefesselt, ne? Super. Hi, kannst du mir die Fesseln einmal abmachen, Kollege? Scheiße, du siehst mir aber aus wie ein Clemens. Ich sehe, du bist ein verwirrter, drogensüchtiger Junkie. Komm, steig ein, ich helfe dir. Kein Problem. Kann mich hier vielleicht einer entfesseln? Ist das möglich? Nein. Weißt du was? Ja, komm. Nein. Danke dir. Aber finde ich super, dass du mir meine Fesseln abnimmst. Die bleiben schön dran, darum. Gründe, die ich kenne. Hey, na? Da bin ich wieder. Ich weiß auch, wer mir die Fesseln angelegt hat jetzt. Das war dieser Typ mit dem Hut. Woher weißt du das? Weil er zu mir gekommen ist und mir die Fesseln ab... Hast du damit was zu tun? Ich doch nicht, nein. Nee?
okay, gut, weil sonst hätte ich dich ficken müssen, weißt du? Ich habe persönlich was damit zu tun gehabt. Ah, also hast du doch was damit zu tun gehabt? Natürlich doch. Gut, dass ich das jetzt weiß. Die Dame? Ja. Nicht die, die andere Dame hier, rechts von ihm. Sie wird ziemlich der Apache-Kampfhelikopter. Apache-Kampfhelikopter. So sehen sie auch tatsächlich aus mit ihren Nudelfrisuren. Clemens, wir müssen uns ganz kurz Waffen besorgen und die Leute hier gehen. Komm mal mit. Ja, das stimmt. Also, schau mal, du hast noch die Möglichkeit, dich zu entschuldigen, ja, damit das klar ist. Falls nicht, dann wird sich das für dich sehr als schlecht darstellen, okay? Hey, grüß euch. Hi. What up, Homeboys? Grüßt euch. Seid ihr die Ballers? Die Herrschaften da hinten, die haben vorher nicht so gut mit über euch geredet. Ja. Wollt wissen, ob das normal ist in der Stadt. Wer denn? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Du redest nicht gut ich über uns. Ich hab gar nichts gesagt. Nee, ich hab gar nichts. Probiert ihr wieder irgendeinen Scheiß vorher? Wie liegen kann man nur. Wollt ihr jetzt gleich nur kassieren? Oder? Nee. Warte mal, wie Kugel kassieren? Bist du Eisverkäufer, das heißt, oder? Ihr wollt jetzt zu dir kommen und das kenn ich. Wir wollten nicht zu dir kommen, wir wollten auf... Du willst auf mich kommen, das auf dich zukommen, meine ich. Auf dich. Du hast direkt zu 100% eine Kugel. Alter, wenn ihr Eier habt, redet ihr vorein und nicht alleine. Ja gut, kein Problem. Wir brauchen eine Knarre, um den Huson hier in den Kopf zu schießen. Oh, Haarbombe, Digga. Ha, was für eine Haarbombe? Wir nennen euch Schwanzlutscher. Was? Komm du mit uns mal. Komm mit, komm mit. Lass ihn mal los. Hä, wieso fesselt der mich? Ey, der fettelt mich. Nein, jetzt bleibst nein, du nein, gefesselt. Nein. So, du bist erstmal festgenommen, verdammte Scheiße. Gut. PD-31 ja, undercover. Ja, folg uns mal raus. Ey, Bro, lass die weitermachen. Für die Suppe mache ich schon eine Aufnahme. Was für eine Suppe, hä? Was für eine Suppe? Wir gehen jetzt ins PD und dann nehmen wir die auseinander. Lass dann erstmal zum Arzt gehen. Wir brauchen erstmal einen Attest, dass wir nicht geistig krank sind. Der sieht doch nett und freundlich aus. Nee, der sieht aus wie der letzte Blut. Penner. Hat Blut an seinen getötet. Knien. Der sieht aus... Ich kann mal das Profil des Herren sagen. Drehen Sie mal um, der Herr. Auf dem Pullover steht K. Da steht schon mal für Keck. Das ist wahrscheinlich ich eher für euch König. Drei jetzt einen Platzverweis sofort. Was Sie sind hier in keiner dienstlichen Maßnahme, also können Sie uns auch keinen Platzverweis geben. Genau. Erstens. Zweitens, seien Sie mal ruhig. Zweitens, tragen Sie eine Waffe mit sich und richten diese auf Personen. Mehrmals. Kann ich gerne nochmal machen. Ah, als MDler möchten Sie das machen. Wow. Als MDler. Es ist wichtig, dass wir den nächsten Schritt einladen. Und zwar Operation Sickisch. Sie mit dem Hut. Sickisch, verstehe. Okay. Für einen Psychotest braucht ihr euch Ausweis sehen. Mein Kollege und Sie, wir gehen jetzt mal zu sechst in einen Raum und besprechen mal den. Seit wann habt ihr hier überhaupt irgendwas zu bestimmen? Schauen Sie mal, die Null hat jetzt keiner gewählt. Warum machen Sie überhaupt die Fresse auf hier? Weil ich es kann, halt deine Fresse, Mann. Wer bist du denn? Kannst du gar nicht. Du hast nichts zu melden hier. Hast du verstanden? Verzieh dich, du hast hier nichts zu melden. Was für deine Mutter? Warum gehst du auf Mutter? So, Sie kommen mit. Nein. Sie verweigern gerade ihre Arbeit, das ist Ihnen schon klar, ne? Anguckt, also ich möchte, dass Sie mir gehören. Nee, du, lass mal. Ich bin kein Besitz. Ich habe da gerade ein kleines Kind gehört irgendwo. Ihr Babyfon ist gerade angegangen. Also. Wenn Sie schon Kinder haben, also dann möchte ich mit Ihnen nichts zu tun haben. Alles gut. Wir können auch unsere eigene Bande gründen, stimmt. Soll ich mal einen Aufruf machen, damit die noch mehr Leute kommen? Wir sind das Gesetz hier, die schwarze Anzeige. Chat, rein! Wir brauchen Leute für den Server, los! Wir machen jetzt eine Familie, wir machen jetzt eine Familie, komm! Schwarze Anzeige. Oh, shit! Ihr Scheißlappenwurst, wollt ihr? Hey. Willst du mal sehen, wenn ich einmal pfeife, was da ich... Ja, mach mal. Okay. Bell mal hier nicht rum, ey. Ja, aber alle. Hol mal deine Jungs, der Hund, der du bist. Bist du wir übernehmen das hier. Hast du das verstanden? Wir werden das hier übernehmen. Wir werden das hier übernehmen. Ja, hast du das verstanden? Genau so. Wir werden das hier übernehmen. Wen willst du? Hä, wie funkst du denn? Wie funkst du denn? Ja, warte mal gleich ab. Ja, wir werden es gleich sehen. Ja, was werden wir sehen? Wir sehen gar nichts. Halt die... Weißt du, in welchem Bereich du mich gefesselt hast? Ja, du hast uns bedroht mit einer Waffe. Das sind alles NPCs. Du kannst mir die Eier kaufen. Gar nicht so schlimm. Nein, wir werden dir gleich eine Kugel geben, Digga. Alles gut. Wenn du redest mit mir normal, wenn du mit mir nicht normal redest. Besser halten. Wieso wird die zu uns? Ihr hättet euch alle mal schön. Ich hoffe, besser halten. Okay, jetzt hast du es zu weit getrieben. Was? Jetzt hast du es zu weit getrieben? Halt die Schnauze, Mann. Ja, ich wollte euch die Sachen geben und wir wollen nicht mit dir normal reden. Gib deine Scheiße her, du Pisser. Gib deine Scheiße her! Hä, wie haben wir uns gefunden? Ja, wie wohl? Was denkt ihr da? Oh, du Stück Scheiße. Alter, willst du mich verarschen, ne? Pass auf dich auf, du Schwanzkopf! Du wirst dich nicht enthalten! Ich werde es nicht drüber. Unsere SNG, jetzt kann es auf jeden Fall eskalieren auf dem Server. Ich sag's euch, wie es ist. Ja, alles klar. Schnee im Sommer auf jeden Fall. Schnee im Sommer, das ist natürlich sehr krass. Das ist natürlich sehr realistisch. Oha, wer ist denn hier? Wer wohnt denn hier? Oh, Sorge. Das ist meine Hutmann. Grüß uns, hallo. Ja, alles klar. Nichts mit euch. Das ist meine Hutmann, verpiss dich jetzt. Was habt ihr gemacht? So, habt ihr auch noch was zu sagen? Ab jetzt nur noch so mit euch. Habt ihr das verstanden? Nur noch so mit euch. Was? Bist du nicht die von gestern? Nimm die Hände hoch. Du kommst jetzt mit Taxi. Ey, du in Weißen komm, okay. Ab jetzt nur noch mach so keine mit Faxen. Denen. Gut, reparier die Karre. So.
So, ja, perfekt, super, passt ja. Warte, ah, kurz den Couch ausmachen. Was war denn gestern los mit Ihnen? Warum waren Sie denn gestern so ekelhaft zu mir und meinen Kollegen? Fangen wir nochmal von neu an. Ich sage dir, was hast du gestern mit uns gemacht gestern? Kannst du beibringen und das werden wir tun. Wir haben die Dame. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Hast du mitbekommen, okay. Wir werden der Dame nichts antun. Wir möchten ja in Zukunft die Geschäfte machen. Ja, aber wie gesagt, dachte ich immer schon zu deinem Kollegen. Ich möchte, dass sie alles wiederbekommt, was sie hier abgenommen hat. Ich werde dir alles zurückgeben, abgesehen von einer Sache. Diese eine Sache werde ich behalten, weil gestern mit ganz vielen anderen Jungs unsere Richtung respektlos war, lautstark war. Einer von uns wurde verhaftet wegen ihr. Von daher werde ich eine Sache behalten, den Rest bekommt sie zurück. Wir bringen sie wieder zurück und ist alles gut. Das ist dir egal? Ich hab nichts direkt, aber das habe ich eben zu deinem Kollegen schon gesagt. Entweder sie kriegt alles wieder unsere T-Platte. Okay, also du möchtest mir nicht entgegenkommen. Du, ja. Okay, alles klar. Also, ich habe mit deinem Freund, Boss oder was auch immer geredet. Der meinte, der Deal ist geplatzt, dann ist für mich der Deal auch geplatzt, damit das klar ist. Weißt du, was sie machen? Ich habe das Gefühl, die kommen gleich hierher und packen sie ein. Bleiben wir hier? Wir okay. Bleiben hier, bis gute die weg Idee, ist. Mann. Ah, natürlich, klar, natürlich, klar. Mach dich bereit, vielleicht schießen wir auf dich. Steig ein, Bruder, steig ein. Fahr. Okay. Scheiße, Alter, wir müssen genau hin. Fahr rechts. Alles gut, der kriegt uns nicht. Fahr einfach weg. Die Normalen gegen die Gefangenen. Komm mit, Jungs. Komm mit, alle mit. Oh mein Gott. Jawohl, Alter, die Jungs sind da, die sind da. Stark, Alter. Sehr gut. Die geisteskrank, die mir gemetert haben. Wir haben hier ein folgendes Problem. Hier ist das normale Menschen gegen die Gefangenen. Das ist, wie soll ich sagen, diese Leute müssen wir befreien. Pass auf, wir haben jetzt Startgeld 25.000 bekommen. Plus, wir haben 10 Waffen bekommen. Wir ziehen uns um, holen uns, dann gebe ich euch die Waffen raus, dann gehen wir in die Schafter und dann kümmern wir uns mal um diese Gefangenen, Leute. Also, passt auf, wir haben einen Plan. Ja, also ich und Clemens, wir gehen an den Würfelpark erstmal zu zweit. Ihr wartet irgendwo hinter der Ecke, wo man euch nicht sieht mit den ganzen Autos. Dann sind wir frech zu den Leuten und sobald die frech sind, funken wir durch, dann kommt ihr alle an. Das ist der offizielle Name, die Gefangenenhunter. GH, die Gefangenenhunter. Okay, Jungs, bereit machen, ja? Bereit machen. Hey, du Pisser, hör mal zu jetzt. Wo wart ihr gestern? Hey, Pisser, Mann. Hey, du Pisser hier mit dem Pommeskörper. Ey, du bist ja der Pisser. Mit dem K auf dem Rücken, der Keck. Hey, gehört ihr alle zusammen, Jungs, oder kennt ihr den nicht? Den komm mal zur Seite, komm mal zur Seite. Du hast doch gestern Stress geschoben hier. Nerv mich da einfach nicht heute. Wie nerv mich nicht? Du hast gestern Stress geschoben, du Pisser. Ja. Ich hab euch gesagt, wir ficken dich. Und du Pommeskopf, du wirst der Erste sein, den wir gehen. Hast du das verstanden? Ach, warte mal, du hast jetzt deine Zunge verschluckt auf einmal. Das ist der von gestern, Jungs. Jungs, lacht den mal alle aus. Obwohl, wisst ihr was, Jungs? Fesselt den mal. So, du Pisser, du in Weiß. Erinnerst du dich an mich, du Pisser? Wer bin ich? Du bist der gestern auf mich gepisst hat. Hey, von welcher Familie bist du? Hey, den nehmen wir mit. Fesselt den auch. Guck mal, wie der wegrennt. Guck mal. Bleib doch stehen! Was ist gestern denn los? Fesseln wir auch. Wohin auf einmal, hä? Sehr schön. Komm her, Vanilla, pack ihn zu mir ins Auto. Der hat seine Zunge verschluckt, Mann. Der hat Angst. Guck mal. Jungs. Okay, Jungs, kommt mal her. Macht mal alle einen Riesenkreis hier. Kommt mal her. So, Gefangener Nummer 217. So, was ist denn los mit dir? Gestern, du wolltest uns nicht behandeln. Du hast uns mit Waffen bedroht. Du hast uns geschlagen. Du hast gesagt, ja, Officer, so und so. Du hast alles gemacht. Wieso bist du denn jetzt so ruhig? Sag mal. Du sollst reden, du Schwanz. Oder reden, Mann. Du sollst reden oder ich werde dir in den Kopf schießen. Ey, Jungs, lach den mal alle aus. Hey, na? Schau mal, das Spiel geht so lange weiter, bis du anfängst mit uns zu reden. So lange geht das Spiel. Mhm. Hast du verstanden, du Pisser? Ja, du bist voller Peinlichkeit. Ah, du bist da! Wieso redest du denn? Mit deiner Zeit da. Mit euch rede ich einfach nicht. Schau mal, weißt du, warum wir so ekelhaft zu euch sind? Weil, entschuldige. Bitte, hey, die schießt auf uns! Okay, verfolgt den, los! Schießt auf den Ferrari, schießt auf den, sehr gut. Alle drauf. Robin, sehr gut. Der liegt, sehr gut. Gute Arbeit. Stark. Ey, das explodiert gleich, fahr weg. Okay, alle Waffen ziehen und PD rumstellen. Waffen ziehen und PD rumstellen, los. Ausstiegen, Officer, los. Aussteigen. Schießt auf die. Okay, liegt. Ey,
Oh! Einfach, was ein Typ. Okay. Jungs, wir haben, glaube ich, ein neues Maskottchen. Ja. Nice. Nee, das ist einer von den Ballers, der OG. Ah, der OG vom Ballers! Kenn ich gar nicht, Alter. Alter, oder? Bin mit euch reden, Alter, und der Familie. Nein, nein, gibt's nicht. Familie, ihr habt Alter, mit uns auch nicht. Nein, 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 ihr habt mit uns auch nicht geredet. Also reden wir. Ich kenn euch doch gar nicht, Alter. Nö, das ist mir egal. So wie du und deine Leute mit uns umgegangen sind gestern, du musst deine Leute im Griff halten. Wenn das Ballers sind, pack die ein. Pack die ein, alle mit Waffen auf die Richtung. Ich nehm bleiben, Hendo. Hallo, Motherfucker. Was? Was? Okay, er schießt die Ballers, er schießt die Ballers. Siehst du, was deine Ballers machen? Siehst du das? Ach, unser Maskottchen liegt auch. Ah, das ist blöd. Okay, Jungs, ihr kommt jetzt alle zur Wiese. Alle zur Wiese kommen. Ich bin da. Also, wir Ballers sind euer Kleinstes. Du bist verantwortlich für die Ballers, richtig? Das ist schon korrekt. Weißt du, was deine Ballers machen, während du nicht anwesend bist? Weißt du, wie die mit Leuten umgehen? Weißt du das? Nein, das weiß ich nicht. Aber das werde ich jetzt ändern. Die Gefangenen handhaben ab sofort das Sagen. Okay. Verstehst du? Wir jagen die Gefangenen, damit das klar ist. Das kannst du auch an jedem weitergeben. Wir sind die Gefangenenhunter. Ihr habt gesehen, was wir mit den Gefangenen hier machen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Lasst jetzt ein Like und ein Kommi da. Ihr wisst doch, Algorithmus, dies, das, Bungatjes. Und kommt jetzt auf Twitch vorbei. Wir sind gerade jetzt live und befreien ein paar Gefangene. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Tschüss.